So, Europameisterschaft 2021, ein wahres Sommermärchen. Ja, märchenhaft sozusagen, nach dem Dornröschenschlaf, nicht 100 Jahre Dornröschenschlaf, aber anderthalb Jahre, darf man jetzt wieder Fußball spielen und Fußball schauen. Ein Stück Verheißung erfüllt sich. Ein Stück Verheißung, auf das wir vielleicht häufiger vertrauen sollten, dass sich die Verheißungen Gottes wirklich erfüllen. Für mich ist es die Verheißung, die in Sacharja 8 steht. Da heißt es, und es werden wieder auf den Plätzen die Alten sitzen und den Jungen beim Spielen zuschauen. Also gut, ich sitze lieber hier und schaue den Jungen zu oder am Fernsehen und schaue dazu. Aber ich freue mich richtig, dass das wieder möglich ist. Da war Gott doch wirklich mal gnädig. Und noch mehr freue ich mich, wenn wir dieser Tage wieder mit den Konfis und den Teamern zusammen spielen. Wie gut das tut, wurde in den letzten Tagen schon deutlich, als die Jugendlichen sich hier im Hof getroffen haben. Eigentlich sollten die Konfis proben für ihren Vorstellungsgottesdienst und dann kamen sie Stunden vorher und blieben Stunden länger, um Basketball, Volleyball zu spielen, hier zu sein, Musik zu hören und einfach das Leben zu genießen. Wir haben Grund, Gott dankbar zu sein. Also als Pfarrer feiere ich den Sonntag heute nicht nur mit einer Andacht und Gottesdiensten, sondern auch mit den Konfis und Teamern und einem kräftigen Baseballspiel. Baseballspiel. Mit einem zünftigen Baseballspiel. Also ich als Pfarrer und die Konfis und die Teamer mit mir, wir genießen den Sonntag, indem wir erst in den Gottesdienst gehen, klar, und dann im Anschluss Baseball spielen. Ja. Das geht jetzt auch wieder. Los geht's!